Eieiei. Okay, dann hätten wir noch ein paar Adressen, die wir hier ansteuern können. Und zwar einmal dem Pfarrer. Guta, mit die wir leider nicht als hier Zeugin vorgeladen haben, weil ich dachte, sie wäre die Frau vom Waffenschmied. Und dann noch die Frau vom Waffenschmied, die können wir auch noch ansteuern. Also drei Leute noch hier in der Umgebung. Wenn dann noch jemand. Ah, stimmt, den Vogt. Vielleicht können wir den auch fragen, was er so über das denkt. Der Vogt wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich nichts sagen, weil er kannte sie nicht wirklich. Er hatte nur keine Informationen darüber, dass sie eigentlich größtenteils, also dass sie ja Ärger verursacht hätte. Ein bisschen, aber sonst eigentlich nichts. Er vermehrt das Polizeiregister, das aussagt, dass er eigentlich nichts gemacht hat. So, wo waren die denn? Ah, stimmt, Pfarrer da vorne. Guter hier links, der wogt dort hinten. Ob Rind, Hopp, 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 Vorsicht! Huhn, Wild oder Schwein, Fett oder Mager, wir haben alles. Kommt und überzeugt euch selbst. Ah, der Schreiber. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Nö. Mach's gut. Aber dein Hemd ist gut. Also, wenn es mal geladen wird. Hast du was verloren? Ja, den Bogt. Warum darf ich hier nicht rein? Hau ab, oder ich hetze dir die Wachen auf den Hals. Aber. Gute Leute, kommt Was ist los? Brauchst du Hilfe? Aber ich darf doch zum, Hey, normalerweise zum was Bogt. treibst du da? Verschwinde auf der Stelle, oder ich werf dich hinaus. Suchst du jemanden? Ja, den Vogt. Der ist für öffentliche Anliegen da. Ich möchte mit ihm reden. Okay, der Vogt kommt raus. Sehr gut. Dankeschön, Herr Vogt. Sehr gut, Herr Vogt. Ich muss mit Ihnen reden. Beste Grüße. Okay, der sagt Gott nichts. behüte dich. Warum mögen die mich nicht mehr? Super merkwürdig. So, der Pfarrer, der hat vielleicht was zu sagen. Obwohl, ich glaube nicht, der ist mehr wütend. Obwohl, warte das. Ja, das Görlitzer Pfarrer. Nee, da. Pater Fabian will auch nichts sagen. Okay. Vielleicht müssen wir irgendwas hier reinspenden. Nee. Dann gehen wir zu Guta. Sie hat. Ich hoffe mal, die hat was zu sagen. Dann zu Katrin. Oder Katharin oder Karin? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Guter. Die hätten wir Möge vorladen Gott dich können. behüten, Hätte ich Heinrich. vorladen, die hätten wir als Zeugin reinholen können. Beste Grüße. Wie kann ich dienen? Es wäre nochmal gut gewesen. Lebe wohl. Schade. Weil sie hätte eigentlich auch nur Positives gesagt. Aber ich glaube, für ein positives Ergebnis hätten wir sowieso alles richtig machen müssen. Und eigentlich auch das mit Adela und das mit Dingens. Mit dem Händler, der nicht mal für uns außer, also als Zeugin herkommen wollte, als Zeuge herkommen wollte. Was ist denn da los? War das Haus schon immer so? Was ist hier los? Ich weiß es nicht, Kumpel. Ist das dein Haus? Warte. Was war das denn? Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Die bauen hier irgendwas. Habe ich das in Auftrag gegeben? Also ich meine, ich habe ja eine Spende, aber nee, das war. Was war die Spende? Und habe ich den Vogt? Irgendwas bauen die hier.
Okay, gehen wir erstmal zum Waffenschmied. Vielleicht dreht sie komplett durch. Und danach sollten wir wieder zu Kunos gehen. Kuno, nicht Kunos. Ich mach's immer noch falsch. Katra. Der Herr sei gepriesen. Wie kann ich helfen? Natürlich ist er das. Lebe wohl. Ja, ja. Hier sollte ich auch auf meine... habe ich die, glaube ich, schon auf meine Racheliste geschrieben? Ich weiß es nicht. Ich muss es mir nur merken. So, ich gehe erstmal zu den Dingens. Den Zuber-Damen dort. Meine Kleidung ist wieder komplett verdreckt. Da ist man einmal im Prozess und komplett schmutzig. Ja, ich glaube, hier war das. Ja. Mein Gott, du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Das wurde ich. Ich möchte etwas bestellen. Und was darf es sein? Ein Meckes und ein paar Pommes. Ich brauche ein Bad und saubere Kleider. Du wirst es nicht bereuen. Dann viel Glück. Viel Glück? Es ist so schmutzig. Ich bin verloren. So, danke schön, Ma'am. So, dann schauen wir mal. Was können wir hier noch machen? Die Würfel sind gefallen, Galgenblüder. Erzähle Hauptmann Robert von dem Überfall auf den Steinbruch. Stimmt, da müssen wir auch noch hin. Wie machen wir das? Erzähle Matthäus alles. Nee, wir müssen Hauptmann Robert etwas sagen. Und hoffen, dass Matthäus nicht festgenommen wird. Hoffentlich macht Robert dann mit. Das ist Kunos, okay. Haben wir noch irgendwas hier in der Nähe? Warte, Karte. Ich frage mich hier wirklich, was die da bauen, weil das kommt mir irgendwie neu vor. So, was haben wir da? Ah Gott, da war noch die Hauptquest. Mach erstmal das mit Kuno, weil das läuft gerade. Ja, wir können erstmal nach Talmberg. Weil da müssten wir sowieso nach Süden irgendwann mal, obwohl... Nee, das mit Talmberg können wir später machen. Wir gehen erstmal zu Herrn Kuno. Das sind wir reiten zurück. Sehr gut, dann einmal zurück hier näher nach Aledetschko. Obwohl, mit Adela können wir auch noch reden, aber Adela ist bestimmt nicht mehr da. Sie müsste aber da sein. Egal, ich reite noch einmal ganz kurz zum Kloster. Wir hoffen mal, dass Adela da ist. Mit ihr möchte ich noch gerne reden. Ich denke mal, der Händler müsste auch weg sein. Bist du blind in Gottes Namen? Hier gehen Leute! Nein, ihr sitzt dort. Fraskenmaler? Nee. Okay, der ist auch weg. Ja. Entschuldigung. Verdammt! Halt dich von den Leuten fern, wenn du nicht weißt. Ja. Es tut mir ja leid. Okay, dann schauen wir nach Adela. Wenn sie nicht da ist, dann gehen wir gleich nach, schöne Musik. Dann gehen wir gleich nach, Lebetschko. Wo ist Adela? Gott schütze dich, Heinz. Ah, dort. Möge Gott dich segnen. Kann ich behilflich sein? Und wie geht es dir hier? Ganz gut. Ich arbeite hart. Aber ich habe das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Johanka und Bruder Nikodemus wiesen mich ein. Aber ein paar Dinge wusste ich bereits. Klingt gut. Ich habe ein Dach über dem Kopf, genug zu essen und bekomme etwas Geld. Ich kann also nicht klagen. Das freut mich zu hören. Und Ärger gab es hoffentlich auch keinen? Nein.
Alle sind nett zu mir. Lieb von dir, dass du fragst. Heinrich, dann viel Glück. Sehr gut, dann. Diese Tage sind gezählt. Gnade uns Gott. Ja, okay. Und dann hätten wir das auch erledigt. Wir gehen jetzt nach Ledetschko. Sehr gut. Darüber. Upp. Da bin ich froh, dass wir das trotzdem noch hinbekommen haben. Und, oh Gott. Jawohl, das könnten wir mal versuchen. Wir halten an. Dem neuen Schwert testen wir es doch mal. Wenn es keine super ausgerüsteten Soldaten sind. Räuber. Ah, der muss natürlich... Oh Gott. Komm schon, versuch's. Ich bin stark. Na komm schon, du Hurensohn. Okay, der ist nicht schlecht. Ich blute sogar schon. Komm schon, versuch's. Und... Au! Danke, Köter. Und... Gut, 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 gut. Holy. Scheiße. Okay, ich brauche unbedingt meine Rüstung. Ich bleib jetzt komplett in der Defensive, aber das ist jetzt echt nicht einfach. Ich dreh dir den Hals um, du Hund. Okay, danke schön. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, der hat mich fast getötet. Was war das? Aber. Oh Gott, oh Gott. Ich brauche meine Rüstung. Das Problem ist normalerweise, die Rüstung hilft halt schon sehr. Das Problem ist, man kann zwar zu... Also, man kann deren Angriffe abblocken, aber wenn die kontern und du keine Rüstung trägst, dann bist du tot. Okay, aber wir haben zum Glück gespeichert. Das ist kein Problem. Wir waren gerade... Genau, Galgenbrüder. Wir reiten jetzt nach Ledetschko. Und ich glaube... Genau. Er hat meine Rüstung. Dann machen wir das doch. Ob nicht die Brigantine. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir, das brauchen wir, das. Siegelring sind meine Sporen. Ich glaube mir nicht. So, machen wir die Rüstungswerte. Da. Das kommt weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Brauchen wir auch nicht. Das. Aromiras Ring, den können wir eigentlich auch da lassen. Und sehen wir eine Sporen. Dann Waffe. Oh, ich wollte noch zum Kustos. Das machen wir doch schnell. Dann hole ich mir dort mein Schwert ab. Und ich könnte mal wieder ein Schild tragen. Ah, Pebbles, sehr gut. Wir reiten uns schnell darüber, dann zur Taverne. Und dann hole ich mir ein Schild. Ich wollte springen. Ja, ein bisschen zurück. Ah, pass doch auf, du Flegel. Du hättest mich fast umgebracht. Hm.
Lebe wohl. Genau. Das, was er sagt. Was zum... Wieder durch. Gut. Okay, dann schnell zur Taverne. Und dann sind wir bereit für Herr Kuno. Und Lord OCLP, Hallöchen. Wer lebt? Sie lebt. Achso, Johanka lebt. Sie hat überlebt den Prozess. Gerade noch so. Sie ist aber halt nicht mehr da. Bisschen schade. So, du spielst mal ein bisschen. Sehr gut. Pebbles untersucht gleich das Spielbrett. So, wir brauchen ein Schild. Wo ist mein Dingens? Da. Inventar. Wir könnten reinlegen. Das Schwert des Longius, das kann mal rein. Was brauche ich noch nicht? Okay, gefunden. Wir haben doch Waffen hier. Oh, Schwert des Thuladels. Können wir das nehmen? Verteidigung 98. 150 ist halt besser. Aber es ist ein blaues Schild. Oder will ich nehmen das? Ich nehme das Teufelsschild. Ein Kettenpanzer. Fehlt mir da nicht was? Longius, da haben sich die Entwickler auch einen Scherz erlaubt. Ich glaube auch. Vernichtet. Graue Tunika. Nee, das nehmen wir so. Was steht denn da nochmal? Vielleicht ist es wirklich ein Longius. So, endlich mit Schild und dem Teufelsschild. Bam. Bist du bei Ritter Rost? Ritter Rost? Ja, wir glänzen diesmal schon etwas. Woher kam das nochmal mit Ritter Rost? Das sagt mir irgendwas. So, gefunden. Waffe. Das Familie, Schwert des Longios. Ah, wegen dem Centurio. Ein Langschwert, das nach jenem römischen Centurio benannt ist, der Christus am Kreuz in die Seite stach. Es verfügt über eine sehr scharfe Spitze, die mit Rüstung ebenso mühelos fertig wird wie mit dem Sohn Gottes. Eigentlich passt das zum Teufelsschild. Ach, das war ein altes Kinderlied, deswegen sagt mir das irgendwas. Muss ich aber nochmal reinlesen. Eigentlich würde das Schwert zum Teufelsschild passen, aber wir haben jetzt erstmal das Schwert des Kustos. Das hat ein schönes Schwert. Nur das mit dem Helm gefällt mir nicht ganz, aber egal. So, auf zu Kuno. So, aber Lord OCLP, das heißt, du hast den Gerichtsprozess hier verpasst. Den kann ich nur empfehlen, auch wenn ich guter nicht als Zeugin hergeholt habe, aus Versehen. Aber es war trotzdem ganz gut. So, schnell Reise. Wupp. Egal, was passiert, wir reiten einfach durch. Ja, da will da irgendjemand was von uns. Ja, nee. So, perfekt. So, letztes Mal war es ja das, nee, ich bin kein Freund der Mittelalterjustiz. Ja, es war auch nicht schön. Oh, nee, nicht so, wie sie entschieden haben. Schon etwas, schon brutal und echt, wäre der Inquisitor noch da, ich hätte ihn umgebracht. Ich lasse ihn halt weiterhin auf der Racheliste, aber ich glaube, ich werde ihn nicht nochmal sehen. Schade. Ich mochte sein Kreuz um den Hals. Das hätte ich gerne gehabt. So, was hier in Bikuno war, letztes Mal wurden wir überfallen.
Und vielleicht sogar verraten. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben ein paar Leute, also die Gruppe hat sich ja komplett aufgetrennt. Jetzt schauen wir mal, ob es alle zurückgeschafft haben. Da mache ich mir ein bisschen Sorge. Das ist natürlich der falsche Weg hier. Aber Peppel schafft das. Okay, Spiel gespeichert, dankeschön. Ja, in der mittelalterlichen Justiz ging es um Ratte statt um Resozialisierung. Ah, perfekt. Obwohl sie für das, was Johanka eigentlich gemacht haben und das, was sie... Ja, ja, ich bin gleich da. Ja, Mann. Für das, was sie ihr vorgeworfen haben... Eigentlich... Ja, eigentlich sehr gnädig entschieden haben. Und es schon eher in Richtung... Finde dich zurück in dem, was wir machen, statt in dem Rache... Also, statt jetzt Rache auszuüben. Obwohl es ein bisschen... schon ein bisschen blutig war. Heinrich, ich möchte mit dir reden. Ja. Hey. Hey. Geht es wieder um den Ring? Lass mich raten. Es geht um den Ring? Ja. Fida hat ihn jetzt, oder? Ja. Ein Jammer. Ich hatte ihn im Visier. Weißt du, wo er ihn versteckt hat? Weiß ich, hat er ihn auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung. Tut mir leid. Pass auf. Wenn du ihm den Ring abluckst und mir gibst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Versprochen. Hm. Gut, abgemacht. So, schnappt er von Stepan den Ring des Bacchus? Ich dachte, Fida hat den. Na gut, wenn den Stepan hat. Wir können erstmal mit Fida reden. Ist er hier irgendwo? Schönes Schild. Fida müsste nicht hier sitzen. Jan Beermann, mit dem hat er doch gerade geredet. Hat er sich jetzt Essen geholt? Jan, geht's dir gut? Okay, er isst gerade. Herr Kuhne, mit dem reden wir später. Ah, Baumler. Ich suche nach dem Ring. Stepan hat ihn irgendwo gut versteckt. Weißt du etwas darüber? Gott, hast du noch nicht genug? Nein, ich weiß nichts darüber. Genug von was? Dem blöden Ring hinterher zu jagen. Gut, dass du ihn mir weggenommen hast. Wer weiß, ich hätte mich sonst vielleicht totgesoffen. Danke trotzdem. Naja, komm schon. Du willst ihn auch wieder haben, den Ring. Das ist genau. Kostenloses Essen, also bitte. So, wo der Stein? Er kann mir bestimmt sagen, wo er ist. Weißt du, wo der Ring ist? Mhm, da hinten. Ich suche nach dem Ring, aber Stepan hat ihn gut versteckt. Hast du vielleicht eine Idee, wo? Mhm. Mhm. Ah, du weißt etwas? Wo ist der Ring? Flügel? Irgendwas mit Vögeln? Mhm. Mehr kannst du mir nicht dazu sagen? Mhm. Ach, ich mag ihn. Ist einfach bei der Gruppe geblieben. Ich suche für deinen Bruder nach dem Ring. Stepan hat ihn jetzt, aber er versteckt ihn. Eine Idee, wo er sein könnte? Sicher an einem Ort, wo ihn Suffköpfe wie mein Bruder nicht finden. Das sagt der Richtige. Kommt dir irgendein Versteck in den Sinn? Mir? Nö, mir fällt nichts ein. Ja, okay. Wurde ihm die Zunge abgeschnitten? Ja, tatsächlich. Sogar noch bevor er auf diese Gruppe getroffen ist. Und so der Geschichte nach ist er einfach bei den Leuten hier geblieben. Einfach mit der Gruppe mitgereist. Und sie haben ihn versucht loszuwerden, er ist einfach nicht gegangen. Deswegen der Stein. Er ist einfach hartnäckig wie ein Stein da geblieben. Jetzt ist er hier. Guter Mann. Und er sagt auch nichts, weil man ihn anrampelt. Weil normalerweise machen das die Charaktere, aber die haben dran gedacht. Schön.
Okay, wo bist du, Stepan? Was für eine Klette. Den wird man einfach nicht los. Also ich glaube, Stepan finden wir hier nicht. Und irgendwas mit Vögeln. Die Frage ist, wo finden wir irgendwas mit Vögeln? Ein Vogelnest? Ein Nest vielleicht? Gibt es hier ein Nest? Okay, das ist gut. Guter Gedanke. Aber ich sehe hier keinen. Wahrscheinlich im Lager oder in dem Baum. Aber nicht in dem Baum, da finden wir nichts. Hm. Vielleicht ist Stepan hier drin. Nö. Nö. Hm. Ah, da ist ein großer Baum. Bestimmt hier. Ich sehe nix. Nicht mal ein bisschen. Ne? Hm. Und wo ist Stepan überhaupt? Der Stein, ja, der weiß es schon, aber der kann nichts sagen. Vielleicht an dem Baum. Nee. Mit Vögeln kannst du mich heute jagen. Erst erschreckt mich heute einer und dann bekomme ich auf den Kopf gekackt. Ach du meine Güte. Das wünscht man keinem, das ist nicht schön. Aber ein Vogel erschreckt einem? Warst du zu nähe in einem Nest oder wie? Weil normalerweise sind der Vögel eher ängstlich. Hm. Wisst ihr nicht, wo ich den Ring herbekommen soll? Wer sitzt denn da? Jan? Okay, mit Jan habe ich schon geredet. Ich hoffe, bei Fieder geht es gut. Bei denen sehen wir hier nicht. Fieder sehen wir nicht und Stepan. Jawohl. Vielleicht vertue ich mich nicht. Stepan war der, der hier mal gesessen hat. Wer war Fieder nochmal? Ich weiß es nicht. Ich bin wieder komplett durcheinander. Vielleicht gibt es in der Quest eine Liste davon. Die Würfel sind gefallen mit der Band im Bunde. Herr Kuno, ist denn der zusammen eine Liste mit den Namen hier irgendwo? Wappen Zuhl, dritte Patrouille, Zuhl Männer. Was haben wir? Jackel, genau. Jackel war ja der weg ist. Fieder wissen wir nicht, wo er ist. Nee, Stepan wissen wir nicht. Und Fieder weiß ich nicht. Vielleicht gibt's ihn gar nicht. Vielleicht vertue ich mich da. Keine Ahnung, war zu doof zum Fliegen. Obwohl, tatsächlich, das kann manchmal sein. Mir ist fast mal eine Gans auf den Kopf geflogen, weil die nicht richtig hochgekommen ist. Und der Gans ist halt recht groß. Also, das ist ein Wanderer, okay. Gut, dann würde ich sogar sagen, wir reden mit Dingens. Mit den Herrn Kuno. Vielleicht weiß der mehr. Na, weißt du, wo der Ring ist? Ich suche nach dem Ring des Bacchus. Fieder soll ihn haben, aber er hat ihn versteckt. Ha, das wird keine leichte Sache. Fieder ist ganz schön gerissen. Hm. Also doch Fieder. Ich wusste es. Okay, wir nehmen mal Pebbles mit. Pebbles? Der Gans. Ich hätte sie gefangen und dann zum Mittagessen gemacht. Ja. Ach, die arme Gans. Meine Güte. Aber ja, das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich am See vorbeigehe. Die muss man einfach nur pflücken. So. Ja. Wo ist Dingens? Also ich reite mal hier in der Umgebung herum, suche mal nach Bäumen. Vielleicht finde ich ja irgendeinen Raben oder so. Oder so eine Krähe. Das hat sich ja schon so angehört. Das muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Ja.
Mutti, ich gehe mal Gänse pflücken. Ja, einfach so raus und einfach von der Wiese pflücken. Es gibt auch diese, wie sagt man, Bläshühner, Blashühner, die halt so kugelrund sind, also ganz kugelrund. Stelle ich mir auch immer so vor, die passen perfekt in die Hand. Da ist ein großer Baum, vielleicht dort. Oder den da hinten, der ist auch sehr... Da ist ein Nest. Ich habe meinen Bogen nicht. Nee. Mit dem Schwert kriege ich das natürlich hin, sehr gut. Wo ist mein Bogen? Okay. Wenn ich schlau bin, dann ist es jetzt da drin. Ein ganzer Groschen, natürlich. Der bringt mir Glück. Einfach einen Speer schnitzen und dann einmal gut werfen. Ich werfe gleich den ganzen Baumstamm. Ah, ein ganzer Groschen ist furchtbar. Auch nicht. Wir gehen alle in die Taverne. Okay, wir können hier nochmal in der Taverne reinschauen. Ich meine, es macht Sinn, wenn sie den irgendwo dort... Es macht wirklich Sinn. Wenn der Vogelverschlag ist... Ich meine, die gehen jetzt bestimmt nicht in Nachatei. Der wird den Ring bestimmt auch nicht auf irgendeinen fremden Hof eingraben. Vielleicht bei einem Vogelverschlag, so ein Taubenverschlag... Oder bei der Taverne selber. Ja. Okay, hier nicht. Ich dachte da drin. Ein Stamm nach den anderen schmeißen. Das will ich sehen. Ja, so ähnlich wie in Forest 2. Da kann man auch die ganzen Stämme hier nutzen, um allerlei zu fangen. Das war ja verrückt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Aber als es in den Early Access rauskam. Er redet gerade. Konnte man da die Vögel damit fangen, mit ganzen Baumstämmen. Einfach draufwerfen. Okay, dann schauen wir mal. Da hinten nehme ich mal an. Mist. Okay, dann gehen wir auf Vortrollier. Ich finde den Ring nicht. Ohne dass ich Stepan sehe, weiß ich es nicht. Außer ist er in der Taverne. Ja, schaut mal, ist Stepan vielleicht hier? Der Fieder. Ist der Vogt? Ist noch etwas jung? Perfekt. Wunderschöne Musik. Auf Bewohnerin, Vogt, Wirt. Furchtloser Felix. Hraj muziko veselé, gatiska má roztahrné, s tláma trčí z prdele. Hier da hinten auch nicht. Wir können mal den Wirt fragen, vielleicht weiß der was, aber ich glaube, dann gehen wir zu Herrn Kuno und machen die Patrouille. Da ist der Wirt. Vielleicht hat er irgendwas gesehen. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Was gibt es Neues in der Gegend? Nicht viel, Gott sei Dank. Ruhe und Frieden sind dieser Tage ein Segen. Gott sei mit dir. Ja, okay, dann gibt es hier nichts. Auf zu Herrn Kuno. Ja. So, vielleicht irgendwo zwischen Taverne und dem Lager, dass dort irgendwo ein Baum ist. Ja, gut. Da bin ich mal gespannt, was Herr Kuno zu der ganzen Sache denkt. Ich
möchte nicht glauben, dass, wie hieß er noch? Edgard in seinen Namen. Schau nochmal. Dass der Junge wirklich der Schlechte ist. Jackel. Ich hoffe aber nicht, dass Jackel halt daran beteiligt ist. Dass er einfach nur zufällig, entdeckt wurde, gefangen genommen wurde und die dann angegriffen haben. Ich hoffe es jedenfalls. Steinbaum, Meerschweinchen. Eine gute Kombination. So, da haben wir Baumler. Es fehlen halt zwei, ich mache mir Sorge. Bist du blind in Gottes Sorgen. Namen? Hier gehen Leute! Ja, im Moment. So, Herr Kuno, ich bin bereit. Wie ich sehe, sind zum Glück alle wohlauf. Gottlob. Der Herrgott scheint uns zu mögen. Irgendwie kommen wir immer unversehrt aus solchen Sachen raus. Der Herrgott. Oder vielleicht der Teufel. Mag sein. Hauptsache, wir haben überlebt. Gehen wir wieder auf Patrouille? Wir schon, aber du nicht. Was? Warum nicht? Ich weiß jetzt, wo Jackel steckt. Ergreif ihn und prügle alles aus diesem Verräter heraus, was er über Hagen weiß. Das mache ich sehr gerne, aber warum ich? Klingt nach einem guten Plan. Aber warum ich? Erstens bist du zuverlässig. Und zweitens drehst du ihm nicht gleich den Hals um. So wie es der Rest von uns tun würde. Da hat er recht. Wo versteckt er sich? Tut der kleine Scheißer gar nicht. Er versäuft doch glatt seine 30 Silberlinge tolldreist in einem Wirtshaus. In der Schenke zur Viehweide oder so. Zur Waldwiese? Genau, so heißt sie. Warum? Und was wirst du indessen mit den anderen tun? Wir gehen wie gewohnt auf Patrouille. Nicht, dass sie versuchen, uns in eine Falle zu locken. Aber was, wenn sie mich in die Falle locken wollen? Gut möglich, Heinrich. Also sei lieber auf der Hut. Aber eins ist sicher. Jackel wird nicht ewig in der Schenke sein. Jemand muss sich um ihn kümmern. Ich sollte aufbrechen. Geh, und wenn du ihn findest, verfahre mit ihm, wie du willst. Aber finde vorher heraus, was er weiß. Wird gemacht. Das ist merkwürdig. Ich meine, vielleicht ist es wirklich eine Falle, wie er anmerkt. Warum schickt er mich dann alleine los? Okay, Pietre. Das ist bestimmt Dingens. Oder vielleicht kommen die mit und observieren mich und schlagen dann zu, wenn die anderen... Vielleicht ist es eine Falle. Die schicken Jackel dahin, damit wir hinkommen. Nur ich komme aber hin. Die sind verwirrt, schlagen trotzdem zu, dann schlagen unsere Leute zu und haben deren Falle eine Falle gestellt. Wir hoffen es mal. So, und zur Waldwiese, da war ich schon. Ja, da können wir so hinreiten, das mache ich mal. Auf nach Ledeczko. Ledeczko war nördlich von hier. Ja. Da müssen wir nach Nordosten. Das Schweib fragte sich, warum manche Schafe besprungen werden, manche nicht. Da antwortete ihr Mann, furzt ein Schaf, wird es von einem Widder besprungen. Verstehe, sagte das Weib. Ist das bei uns Menschen auch so? Ihr Mann scherzte, ja, ist es. Daraufhin ließ das Weib einen lauten Furz. Tja, was sollte er nun tun? Was gesagt war, war gesagt. Also besprang er wie ein Widder sein Weib. Sie gingen weiter und wenig später ließ sein Weib einen noch lauteren Furz. Also musste er es erneut mit ihr treiben. Kurz darauf furzte sie abermals. Und das so laut, dass die Vögel davon flogen. Da sagte er, oh nein, nein, nein. Du kannst nicht erwarten, dass ich es dreimal bringe. Sein Weib antwortete, wenn du so gut vögeln könntest, wie ich furze, hätte einmal gereicht. Ha, 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 ha,
Ladies and Gentlemen, das sind die Bärmanns. Die treten jede Woche hier auf. So. Ja. So, auf zu Herr Jackel. Frech. So. Gut, ich hänge hier fest. Pebbles, bitte einmal durchhalten. Ja. Und weiter geht's. Hey! 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 H